Das Liebesopfer. Einstmals, als das Land der Millionen Felder noch im Besitz des Lavavolks war, lag die Königsstadt in der Nähe von Hot im heutigen Gebiet von Chiang Mai. Am Ufer des Ping-Flusses östlich von Hot lag die Stadt, wo die breite Reisebene ihren Anfang nimmt und erst fern im Osten vor der Gebirgskette begrenzt wird. Im Süden liegen die Berge von Tak und im Westen die fruchtbare Ebene des Ping-Flusses, in deren Mitte sich die Königsstadt erhob. Der Herrscher des Lava-Reichs hatte eine Tochter, den Namen Kam Si trug, farbiges Gold. Die Jungfrau war sehr schön, ihre Haut war leuchtend hell, ihre Augen glänzend schwarz, ihr Wuchs groß und schlank, ihr Körper war so schön, dass der königliche Vater, der sie sehr liebte, sie streng bewachen musste. Er sorgte für sie gut und ließ es ihr an nichts fehlen, doch durfte sie den Palast nicht verlassen. Dafür bürgte ihre Kammerfrau, die der König der Prinzessin als Sklavin geschenkt hatte. Der Ruhm der außerordentlichen Schönheit der Tochter des Lava-Königs verbreitete sich über das ganze Land. Auch Aung Si, der hellhäutige Fürst von Jem, der Glänzende, einer anderen Stadt des Lava-Reichs, hörte davon. Aung Si war ein tapferer Jüngling und seine Geschicklichkeit im Gebrauch der Waffen hatte sich schon in so manchem Kampf bewährt. Es war unmöglich, jemanden zu finden, der ihm vergleichbar gewesen wäre. Als Aung Si von der Schönheit der Königstochter gehört hatte, kannte er nur noch einen Wunsch. Er wollte sie sehen, und wenn auch nur mit einem einzigen Blick. Fürst Aung Si wählte unter seinen Dienern und Sklaven die zuverlässigsten aus. Als Kaufleute verkleidet, reisten sie zur Königsstadt. Sie gingen zum Hause eines Mannes, den Aung Si einmal aus Gefahr errettet hatte und der ihm deshalb ergeben war. Der Fürst versuchte, die Tochter des Herrschers der Lava von Angesicht zu sehen, doch gelang es ihm nicht. Der König ließ die Prinzessin nicht aus dem Palastbezirk hinaus. Nachdem Aung Si viele Tage vergeblich gewartet hatte, fragte er seinen Gastgeber, was er tun solle. Er halte es nicht mehr aus. Es koste, was es wolle. Er müsse die Zeichen der Schönheit der Königstochter sehen und wäre es auch nur ein einziges Mal. Der junge Mann, sein Gastgeber, antwortete: Wenn du die Tochter unseres Herrn in Muße betrachten willst, so musst du den Augenblick wählen, wenn die Prinzessin zusammen mit ihrem Gespielinnen in die Abenddämmerung aus dem Palast tritt, um zum Lustgarten zu reiten. Nun kannte Fürst Aung Si das Geheimnis der Prinzessin. Er eröffnete es seinen Vertrauten. Sie sollten ihm mit ihren Pferden folgen, um sich am Wege, den die Prinzessin kommen musste, in den Hinterhalt zu legen. Was der Lava-Jüngling gesagt hatte, war die Wahrheit. Als die Sonne nachließ in ihrer Hitze, stieg die Herrin mit 4 oder 5 ihrer Dienerinnen zu Pferd. Ihr Weg sollte sie vom Palast zum Blumengarten vor der Stadt führen. Die Prinzessin spornte ihr Pferd zur Eile, und so flogen sie geschwind über den Saumpfad durch den Wald dahin. Auf dem Weg aber lag zusammengeringelt eine Schlange und schlief. Als sie den Boden unter den Hufen der herankommenden Pferde erbeben fühlte, richtete sie sich blitzschnell auf und züngelte mit hoch erhobenem Haupt den Pferden entgegen. Das Tier der Prinzessin wurde gerade noch rechtzeitig der Gefahr gewahr. Es scheute zurück und sprang zur Seite. In großen Sätzen entfloh es durch das weglose Dschungelgestrüpp. Seine Angst war so groß, dass es sich von seiner Reiterin nicht mehr zügeln ließ. Die Dienerinnen, die der Prinzessin gefolgt waren, schrien laut vor Schreck. Das Blut wich ihnen aus dem Gesicht, als sie klar machten, welchen Gefahren ihre Herrin im wilden Walde ausgesetzt war. Fürst Aung Si stand an seinem Pferd gelehnt im Gebüsch und wurde Zeuge dieses Vorfalls,
denn er spielte sich genau da ab, wo er stand. Er sprang aufs Pferd und jagte der Königstochter nach. Dicht blieb er ihr auf den Fersen, bis er sie schließlich am anderen Ende des Waldes einholte. Er griff ihrem Pferd die Zügel, gerade noch rechtzeitig. Am Ende ihrer Kräfte verlor die Prinzessin die Besinnung und sank dem Fürsten ohnmächtig in die Arme. Onxi fing sie auf und legte die Leblose im Schatten eines Baumes ins frische grüne Gras. Mit einem Tuch fächelte er ihr Luft zu, und seine Blicke glitten über ihren hingestreckten Leib. Die Liebeslust schwoll auf ihm, und schon war er durch die Schönheit zum Sklaven der Lieblichen geworden. Während er in ihren Reize anblickte, verlor ihre Kühlung zufächelte, kam sie wieder zur Besinnung und schlug die Augen auf. Vor Schreck erstarrend erblickte sie den fremden Mann, wie er sich über sie beugte. In ihrer Furcht wollte sie aufspringen und weglaufen, aber der Jüngling sprach mit sanfter, gewinnender Stimme zu ihr: »Fürchte dich nicht, Herrin, ich bin kein Feind, sondern dein Freund.« Nun erinnerte sie sich auch wieder an das, was vor ihrer Ohnmacht geschehen war. Da hatte ein Mann ihr durchgehend das Pferd gebändigt und sie aufgefangen, als sie erschöpft zur Erde sinken wollte. Sie fragte: »So bist du der Mann, der mich vorhin gerettet hat?« »Jawohl, Herrin, du sagst es. Ich war es, der dir geholfen hat, dass du nicht vom Pferde zu fallen brauchtest, als es dich gerade abwerfen wollte.« »Da muss ich dir danken, du mein tapferer Retter«, entgegnete die Prinzessin. »Aber ich weiß ja nicht, wer du bist. Ich selbst heiße Kamsi. Ich bin die Tochter des Königs der Lava-Stämme dieses Gebiets.« Der Jüngling nahm nun das Wort und sagte: »Ich bin ein Bewohner der Walddörfer und gerade erst auf dem Wege zur Stadt. Die Leute nennen mich Onxi, und so magst du mich rufen. Nur ein Kummer habe ich. Ich stehe weit unter dir, du Hohe. Du die Königstochter dieses Landes bist.« Da lächelte Kamsi und sprach: »Aber das hat doch keine Bedeutung, Onxi. Deine Verdienste gegen mich sind größer als die irgendeines Menschen sonst. Hast du mich doch gerettet aus ernster Gefahr. Mein Vater wird gern dich noch heute empfangen. In seinem Namen lade ich dich ein in unseren Palast in der Stadt.« Während die Prinzessin noch sprach, hatten ihre Dienerinnen sich genähert, und die Knechte des Fürsten waren ebenfalls herangekommen. Nun erhob sich die Königstochter und sagte voll Würde: »Heute Abend sollt ihr meine Gäste sein. Jetzt bitte ich um Urlaub.« Sprach's, stieg aufs Pferd und kehrte mit ihren Damen heim. Fürst Onxi und seine Diener schauten ihnen nach, bis sie ihren Blick entschwunden waren. Seither empfing Onxi vom König besondere Ehren. Nach draußen gehen und ins Innere kommen durfte er fortan ganz nach Wunsch, denn der Herrscher freute sich der Tugenden und Verdienste des fremden Jünglings, der sein Leben nicht geschont hatte, um seine Tochter aus Todesgefahr zu erlösen. Während er dem Jüngling seine Gnade schenkte, achtete der König doch darauf, dass sein Gast nicht zum Dieb wurde, und mit Gewalt sich nahm und pflückte die Blüte des Himmels. Die Tage kamen und gingen, und die Freundschaft zwischen Jüngling und Jungfrau wurde enger jede Stunde. Da verstanden sie die Stimme ihrer Herzen: Liebe, Verstand, Liebe. Der Herrscher der Lava erkannte, wie es um seine Tochter stand. Er sah die gegenseitige Zuneigung der beiden jungen Menschen mit wachsendem Missbehagen und gab am Ende den Befehl, den Jüngling nicht mehr in den Palast hereinzulassen. Da er einen Aufstand der Waldbewohner unter der Führung von Onxi befürchtete, ließ er seine Kriegsknechte unter Waffen treten und versammelte sie in seiner Stadt. So gerüstet wollte er den Ausbruch des Kampfes der Lava gegen die Lava erwarten. Der Qualm des Kriegs war im Begriff aufzusteigen zum Himmel,
als Fürst Ongxi heimlich den Palast betrat, um die Königstochter noch ein letztes Mal zu sehen. Da dachten sie beide an ihre Liebe, und indem sie daran dachten, sprachen sie davon, und als sie davon sprachen, durchflutete die süße Liebe ihre Glieder. In dieser Nacht wurde Kamsi des Jünglings Frau, und ihre Herzen wurden eins. In seiner Liebe bestürmte Ongxi die Prinzessin, mit ihm aus der Stadt zu fliehen. Draußen würden sie ihr Glück ganz gewiss finden. Die junge Frau folgte ihrem Herzen und willigte ein, mit Ongxi zu fliehen. Bei Morgengrauen wollte er zurückkommen und seine Geliebte abholen. Zur festgesetzten Stunde stieg der Fürst mit seinem Gefolge zu Pferde. Die Prinzessin trat aus dem Palast, als die wilde Reiterei aus ihrem Versteck hervorbrach. Ongxi riss sie zu sich in den Sattel, und fort ging es, der Heimat des Prinzen zu. Niemand entgeht seinem Geschick. Der Vaterkönig ahnte, was geschehen war, schlug sich die Brust im Zorn und gab den Schwert und den Bogenkriegern, die er bereitgestellt, den Befehl, den Flüchtigen nachzusetzen. Und schon wurden die ihm nicht so schnell hatten folgen können. Von ihnen erfuhr er, dass der Fremde niemand anderes war als der Fürst von Jam, der glänzenden Stadt. Das machte ihn nur noch wütender. Des Königs Soldaten zu Pferd waren den Flüchtigen dicht auf den Fersen. In der Ferne sahen die Verfolger bereits die Rücken der Pferde der kleinen Gruppe von Gejagten. Ongxi und seine Begleiter jedoch blickten nicht hinter sich und merkten nichts davon, dass ihre Feinde schon so nahe waren. In gewaltigen Sprüngen hetzten sie ihre Pferde vorwärts. Da sahen die Soldaten ihnen im Galopp entgegenkommen. Es waren Feinde, die ihnen den Weg verlegt. Sie wendeten blitzschnell, aber schon stürzte der dem Fürsten zunächst Reitende vom Pfeil getroffen vom Pferd. Vor ihnen lag eine Weggabelung, und der Fürst wählte den Weg, der ihm von Verfolgern frei schien. Oh, er wusste nicht, dass dieser Weg gerade auf die Höhe eines Felsvorsprungs führte, der schroff abfiel in das Wasser des Pingflusses. Schon hatte er den Weg sich verloren. Das Pferd stemmte sich zurück, der Rand der Klippe war erreicht. Links und rechts gab es keinen Weg, und voraus lag das Nichts und in der Tiefe die gurgelnden Strudeln des Stromes. Der Fürst wendete sein Pferd am Rande des Felsens und ritt unschlüssig nach links und nach rechts, doch er fand keinen Weg. Nur einen Weg gab es, zurück. Doch von dort hörte er das Klirren der Waffen seiner Verfolger, die in breiter Front durch den Wald sich näherten. Das Herz tat dem Fürsten weh, als er sein Schicksal überdachte. Das Heer der Feinde würde ihn ergreifen und gefangen vor den König führen. Die schwerste Strafe wartete auf ihn. Angstschweiß trat ihm auf die Stirn. Die Sonne brannte unbarmherzig hernieder. Das Knacken im Unterholz hinter ihm kam näher und näher. Unschlüssig ritt er vorn auf der Klippe hin und her, aber er fand keinen Weg hinab. Da gab es nur die steilste Felswand und unten den Pingfluss, der kräftig hinströmte über Strudelinseln und Riffe. Wer da hinabspringen würde, der wäre verloren. Sein Körper müsste zerschellen, sein Leben wäre dahin. Da kam Kamsi ihrem Geliebten zur Hilfe. Ganz ruhig, sagte sie. Bruder, hörst du nicht das Hufgeklapper hinter uns? Lass uns hinabspringen von der Klippe. Wenn sie uns erst ergriffen haben, werden sie uns diese Freiheit nehmen. Darum lass uns jetzt springen, denn noch ist es nicht zu spät. Lass uns gemeinsam sterben. Ja, Geliebte, du machst mich glücklich, dass du mich mit dir sterben lassen willst, o du meine geliebte Schwester. So sprach der Jüngling und spornte das Pferd an. Aber es schreckte zurück, und seine Reiter riss die Zügel herum. Da traten die ersten seiner Verfolger aus dem Gehölz. Sie legten ihre Pfeile auf die Sehnen und rissen die Schwerter aus ihren Scheiden.
Spring hinab, Bruder! Schrie Khamsi. Er aber war am Ende seiner Kraft. Da entriss die Prinzessin ihm die Zügel, trat dem Pferd in die Weichen und zwang es mit eisernem Griff zu einem gewaltigen Satz über den Abgrund hinaus. Pferd und Reiter stürzten vom Felsen hinab. Sie schlugen auf einer Klippe, die aus dem Wasser ragte, auf. Der Strom nahm ihre geschundenen Körper mit hinab auf seinem Weg. Ihr junges Leben hatten sie für die Liebe hingegeben, die Unsterbliche. Seither heißt der Fels die Klippe der vertriebenen Liebenden. Im Gebiet von Hot kann man ihn bis heute sehen, wenn man auf den Pingfluss hinabfährt. Mehr als 50 Meter ist er hoch. Die Geschichte des Jünglings und der Jungfrau, die sich in den Tagen des Lavareiches so sehr geliebt haben, sie wurde weitererzählt von Mund zu Mund, und man hat bewahrt das Gedenken ihres Liebesopfers bis zum heutigen Tage.